den schönen Empfang. Ich habe dir aus Jena einen Kalender mitgebracht. Dankeschön. Sehr viele bunte Bilder von der Stadt Jena. Dankeschön. Dann habe ich noch einen in dem Thüringer Land, nach Horditza, Jena. Thüringen. Ja, ich ein Spezialgeschenk von Kaktus und mir für dich. Rammstein. Yeah! Dankeschön. Zum Reichen hier bei einer guten Farbe. Wow, jetzt geht's los. Naja, wir wurden von der netten Sandy zum Flughafen gebracht. Bester Laune. Es hat sogar mit dem Einchecken geklappt, obwohl wir eigentlich viel zu viele Kilos mit hatten. Ja, und jetzt fahren wir dann gleich weiter. Dass wir mal schön zum Flughafen kommen. So ein schönes Bild. Und das ist unser tolles Terminal. Und hier fliegen wir. Unsere wunderbare Maschine, sie hat uns nach Russland begleitet. Und wir leben noch. Viele komische Menschen. Moskau, 5 Uhr Ortszeit, über Flieger ist gelandet und wir haben 7 gestorben. Angekommen, nach längerer Zeit, endlich Immigration Cards bekommen. Irgendwie unsere verloren geglaubten Gitarren wiedergefunden. Jetzt ist der Typ, der uns abholen soll, nicht da. Und wir werden hier von irgendwelchen dubiosen Taxikunden voll gequatscht. Und ja, mal schauen, ob wir noch eine Woche hier bleiben. Was ich persönlich ziemlich krass fand, war einfach, als wir in Moskau morgens um 6 aus dem Flughafengebäude rausgegangen sind und dann einfach nur, es war morgens um 6, es waren schon 30 Grad oder so, also und die Luftfeuchtigkeit war so gering, mich hat es fast aus den Socken erstmal gehauen, das war richtig krass. Und der Smog. Ja, der Smog auch. Das war wirklich Wahnsinn. Ich denke, das war ein guter Mix aus Rauch und Smog. Ja. Also man hat auf jeden Fall nicht weit blicken können. Und als wir da ankamen, nichts mit Schlafen, durften wir gleich weiter zur Bürgermeisterin und haben uns da, naja, Englisch zulabern lassen, also so Russisch-Englisch und haben eigentlich nicht so viel verstanden. Ja, und dann sind wir direkt zum Präsidenten des Festivals gefahren. Zum Anton. Zum Anton, genau. Und seiner Frau Olga. Olja. Ich habe mir jetzt... Olja. Olja heißt. Olja. Olja. Und der Tochter Lisa natürlich, aber die war an dem Tag gar nicht da. Ja. Ja, und da haben wir eigentlich erstmal ganz ruhig gemacht. Musiker bei der Arbeit. Wir sind nett aufgenommen worden, gleich bekocht worden auch von der Olja. Und war eigentlich alles ziemlich angenehm und smooth. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so ziemlich ins kalte Wasser geworfen zu werden und immer erst in der Sekunde, wo man was macht, zu erfahren, was man jetzt eigentlich macht. Und ansonsten war das ein sehr großes Rätselraten, wie jetzt der Tag gestaltet wird. Aber es hat eigentlich immer perfekt geklappt und sie hatten sich auch immer irgendwas ausgedacht. Wir haben Zeigefinger gehoben, aufs Auto gezeigt und da sollten wir einsteigen und wussten nicht, wohin es geht. Und unsere, da wo wir gewohnt haben, die Leute konnten auch so gut wie kein Deutsch. Also es war sehr interessant, wir waren froh, dass wir Nachbarn hatten, die seit, eine Deutsche, die seit 10 Jahren da wohnt mit ihrem russischen Mann. Und die haben uns im Endeffekt auch durch die Stadt geführt und sind mit uns nach Wladimir gefahren. Das war schon praktisch, ansonsten wären wir wahrscheinlich noch mehr aufgeschmissen gewesen. Das kleine Ding, wo wir direkt gewohnt haben, das Dorf, hieß Kleiner Boris oder so, hat sie uns übersetzt. Und das war vielleicht ein Nest aus 10, 20 Einwohnern mit ein paar Bruchhäusern und noch ein paar richtigen Häusern. Aber also Dorf kann man es eigentlich gar nicht nennen. Das war einfach, das war so ein Feldweg, so eine Straße. Und da waren links und rechts halt ein paar Häuser. Das war quasi so eine Art Siedlung oder sowas. Es gab auch gar keinen irgendwie Marktplatz, ein Zentrum, wo man sich irgendwie hätte treffen können oder ein Konsum oder sowas. Aber wir haben gerade lecker Abend gegessen und chillen jetzt hier noch ein bisschen rum. Und das sind unsere Gasteltern. Die liebe Olga. Und der liebe Anton. Aber Sustal war dann schon eher eine richtig schöne Stadt, also das soll wohl eine der ältesten Städte Russlands sein, wie ich das jetzt noch in Erinnerung behalten habe. Und sie hat auch echt einen sehr, sehr schönen Stadtcharakter gehabt. Wir haben uns Sustal angeguckt, also wir hatten eine kleine Stadtführung dadurch. Wir haben uns ein Holzmuseum angeguckt,
Dann die verschiedenen Kathedralen und Klöster. Und natürlich die Destillerie. Ganz wichtig. Haben wir natürlich eine Verkostung gemacht, musste sein. Honigwein war das, ja. In ganz, ganz abstrusen Geschmacksmischungen. Was gab's da? Wacholder Pfeffer zum Beispiel. Nur so ein Quatsch. Ja. Am ersten Tag haben sie uns das Gelände auf jeden Fall schon mal gezeigt. Waren wir baden, noch ein bisschen chillen, aber na, viel mehr hat man nicht mitbekommen. Die haben sich halt selber gekümmert, kann man sagen. Die hatten viel zu tun, waren noch unterwegs den ganzen Tag. Also wir haben vor und nach dem Festival in dem Haus vom Veranstalter gewohnt und sind dann während des Festivals, haben wir extra unsere schweren Zelte aus Deutschland mitgebracht, haben wir dort in Zelten kampiert. Was da passiert ist. Ja, wir sind gerade von der Bühne hier hinter zu unseren beiden Zelten. Und da mache ich so mir nichts, ziehe ich das Zelt auf. Und da liegt einfach ein wildfremder Typ und hinten in unserem Zelt. Wir hatten unsere Zelte mit, ja. Deswegen auch die Probleme mit den Kilos. Auch die Klampfen hat man mit, die Fußmaschine. Es wären locker drüber gewesen, wenn die nicht bei der Ablage geschummelt hätte, die Frau. Wir hatten eine sehr nette Frau. Die Gitarren waren halt zu lang für die Waage und somit. Und zurück haben wir einfach, auf dem Rückweg haben wir einfach seinen Rucksack nicht mit draufgelegt. Ja, wir haben mal 50 Kilo gespart. Und unsere Kniffs und Tricks gehabt, wie wir da bei dem Flughafen ein bisschen die Gepäckkontrolle umgehen können, dass wir nicht noch drauf zahlen müssen. Ja, das ging da. Wie viel wären es gewesen? 6 Euro pro Kilo oder so? 10. 10 Euro. 10 Euro pro Kilo. Ja, und 10 Kilo wären wir locker drüber gewesen. There's a feeling I get when I look to the west. Then my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees. And the voices of those who stand looking. Guns N' Roses. Du das auf ich will auch mal drauf sein, weißt du, wie kein Schwein hat der Bock zu filmen, weißt du. Also an dem Tag, wo wir auch schon mit der Biene spielen sollten, an dem Samstag, hat sich's um nur wenige Stunden verzögert, sodass nur ganz wenige Bands spielen konnten. Ab um 6 Uhr, um 2 soll es losgehen, oder um 7 haben die angefangen. Und haben auch mit einer Ruhe haben die da rumgedöst und haben ganz gemächlich die Bühne aufgebaut. Der Zeitverzug hat niemanden interessiert. Ja, selbst Anton, der Chef, ja, weiß schon. Hat er uns vor Vortrag noch einen Zeitplan gezeigt. Keine Bedeutung. Also ich muss sagen, ich habe noch nie in jedem Land, wo ich bisher war, so gastfreundliche Menschen getroffen wie in Russland. Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Das ist also echt, ja. Die haben uns, allein die Gruppe, die neben uns kampiert hat auf dem Zeltplatz, die kamen an, wir haben das Bier nicht mal ausgetrunken, haben sie uns Nest in die Hand gedrückt, die haben uns Ferngläser geschenkt, die haben uns Ketten gekauft beim Stand, die haben uns CDs geschenkt, ja. T-Shirts getauscht und das allein von der Gruppe und das ist schon, war ihm schon teilweise ein bisschen peinlich sogar, also so vor allem so ein Fernglas anzunehmen, weißt du, und du hast nichts richtig zum Zurückgeben, weil wir hatten nicht viel mit, ne? Ich habe ihm dann meinem Polohemd geschenkt, als er mir das Fernglas in die Hand gedrückt hat. Als du das T-Shirt angezogen hast. The best German beer ever. Ja. Drei Größen zu klein. Die Jungs, die haben mir so ein Plagiat-T-Shirt von Nike geschenkt und das war halt Größe S oder so, das sah ziemlich lustig aus, als ich das anhatte. Radprofi. Ja. Akku ist aber gleich leer, ne? Das ist Jevgeni. Zimmermann und verträgt eine ganze Menge Treppen. Jena-Buttons. Ja. Und die haben Strom. Ja, die haben schon sehr danach gegriffen, was mich echt gewundert hat. Aber ich glaube, das kam allgemein bei Offen ganz gut an, dass wir da ein bisschen was erzählt haben, dass wir das Gastgeschenk auf der Bühne übergeben haben. Ich glaube, damit ist das Eis dann auch noch mehr geschmolzen, auch wenn die Deutsche echt schon sehr gut empfangen. Und danach ging es echt ab nach dem zweiten, dritten Lied. War echt gut Stimmung. Wir haben ein Geschenk für Anton und Olga, bei denen wir wohnen durften und die absolut gastfreundlich zu uns waren. Они благодарят Антону и Ольгу за гостеприимство, и у них есть для них подарок. Просим подняться Антону или Ольгу на сцену.
Wir möchten Danke sagen für diese schöne Zeit hier in Russland. Они хотят поблагодарить за время, проведенное в России. Und wir hoffen, dass euch das Susan-Moto-Festival gut gefällt und dass wir noch sehr viel Spaß zusammen haben werden. Он надеется, что вам понравится этот мотофестиваль в Суздале и что вы проведете отличное время сегодня. Okay, das Geschenk ist noch Für euch haben wir auch noch was. Das sind ja auch Partys mit unserer Stadt. Natürlich auch einen sehr, sehr günstigen Slot mit Queen Melon gehabt. Wir haben am Samstag abends um 11 gespielt vor Aria und Aria ist quasi die russische Metal-Legende, sag ich mal. Gibt's auch schon, sind schon seit Jahrzehnten aktiv und in Russland kennt die eigentlich wirklich fast jeder. Живой товар, в сердцах мороз, в глазах пожар. Я выбрал ту, что выше всех. Und da waren natürlich schon ordentlich Leute vor der Bühne, als wir gespielt haben. Und also was ich von der Bühne so gesehen habe, im Publikum, es war natürlich sehr hell, konnte man nicht immer alles sehen, aber den Leuten hat es auf jeden Fall gefallen und sind abgegangen. Wir waren sehr begeistert. Dass wir sogar Pyro-Show hatten auf der Bühne, von der ich nicht mitbekommen habe, aber wir scheinen welche gehabt zu haben. Nur wir und Aria, das war schon. Das war ganz schön feurig. Und eine Stunde bevor wir gespielt haben, standen vor der Bühne 50, 100 Hanseln verteilt. Auf einmal, so eine halbe Stunde bevor wir kamen, haben die sich an das Gitter da vorne gedrängt und es gibt auch noch ein paar Fotos. Also das hatten wir selber definitiv in den letzten 5, 6 Jahren noch nicht ansatzweise. Wie die abgehen und auch schreien und. Auch die Dimensionen, es werden ja, wie viele Leute werden das gewesen sein? Ich habe es da nicht so gesehen vor der Bühne. 2.000, 3.000 waren da vor der Bühne bestimmt und dann hingen da hinten welche in kleinen Sitzgruppen rum und hinter der Bühne haben sich welche getummelt. Und also Autogramme geben musste ich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht. Und ich hab, aber in dem Abend haben wir es gelernt. Ich habe noch einen Stick mit nach Hause genommen von einer ganzen Handvoll. Und so oft unterschreiben, auch schon eine Weile her. Und Foto hier, Foto da. Ja. Hat man sich schon ein bisschen Rockstar-mäßig gefühlt. Ja, definitiv. Ja. Das war mal eine Abwechslung, als wenn du jetzt hier aus dem Hugo rausgehst. Ja. Und da sind deine 10 Freunde da im Publikum und so. Das war schon was anderes. Und die buhen dich dann auch noch raus. Ja. Also wenn da nächstes Jahr eine Chance besteht, dann ab nach Russland, jederzeit wieder. Eingeladen sind wir zumindest. Ja. Und sehr gerne wieder. Und diesmal bitte nicht krank. Wieso krank? Naja, eigentlich ging es am ersten Tag dort gleich los mit Sonnenstich, dachte ich. Es wurde immer schlimmer und dann habe ich da halt Manfred bis zum letzten Abend rumgekränkelt, war auch im Hospiz und so. Aber am letzten Abend konnte ich mich noch mitpeatschen und das in Russland nur ein Abend, das ist schon nicht gerade prickelnd. Und alle um dich rum sich da vollsaufen lassen. Und dann darfst du erst am letzten Abend so richtig mitwirken. Wie ist das im Krankenhaus? Wie ist das denn so die russische Krankenhaus? Also deine erste Erfahrung war echt prickelnd. Wir sind dorthin. Die hat sich nur kurz meinen Mund und meinen Hals angeguckt und hat mir gleich Antibiotika gegeben. Und auf dem Festival die Ärztin hat mir das gleich wieder weggenommen, weil dadurch wurde es nur schlimmer. Und hat mir das richtige Zeug gegeben, was dann auch geholfen hat. Das heißt, der kurze Aufenthalt im Krankenhaus war ein totaler Reinfall. 14 Euro für nichts. Und eigentlich sogar noch scheiße, die machen mich resistent gegen irgendwelche Viren oder Bakterien und dann hilft die Scheiße nicht mehr. Nie wieder.
Zucker war definitiv da, aber da wir eigentlich am Vortag schon spielen sollten und dann sich immer weiter nach hinten verzögert hat, ist das dann irgendwann auch abgeflaut. Der Alkohol war im Spiel, das lockert natürlich. Ich habe mir ein paar Schmerzpillen eingehauen, um spielen zu können. Ist gut. Da war das schon okay eigentlich. Und dann auf der Bühne, ich wusste ja 5 Minuten vorher nicht mal, welchen Becken ich spielen darf. Und habe natürlich dann einfach die auf der Bühne gegriffen. Und nach dem Auftritt kam mir noch Hort gesagt, ey, du hast meine Drums gespielt. Ich so, tut mir leid, ich habe sonst nichts anderes gefunden. Und dann auf der Bühne, wenn du deinen ersten Ton gespielt hast, ist Lampenfieber weg. Siehst durch das Licht noch nicht mal die Leute nicht. Auch von Aria, die Leute, also der eine Gitarrist, der stand direkt an der Bühne, hat uns zugehört. Mit denen habe ich mich dann noch kurz unterhalten, direkt nach dem Auftritt. Der war auch begeistert, ne? Der war auch begeistert, ja. War schon schön, aber da war ich gerade noch so geflasht, da ich weiß auch gar nicht mehr, über was wir uns da unterhalten haben. Und Thomas, wie war's? Hallo! Excuse me? Was mich noch sehr verwundert hat, ist der Musikgeschmack in Russland. Das war ein Biker-Festival mit Bikern, wo man echt an Rock'n'Roll und Heavy Metal und so denkt. Aber wenn man sich die Bands angehört, war sehr viel Volk dabei. Also so russische Volksmusik, würde ich es nennen, die ist härter als hier, aber trotzdem noch Volksmusik. Und viel Power Metal, extrem viel Power Metal, aber Rock'n'Roll war so gut wie keiner da. Die Band vor uns oder nach uns weiß ich nicht mehr, die war noch richtig rock'n'rollig, aber ansonsten wir noch. Und sonst war da kaum irgendwie sowas in die Richtung, das hat mich sehr verwundert. Nach zweimal einmal Sibirien und jetzt so Style definitiv gerne wieder. Also es macht einen Spaß dort, diese Gastfreundschaft ist einfach phänomenal. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку родную, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Все? Прима! Yeah, very good. Yeah. God bless.